Was in der letzten Folge geschah, yo? Ich hoffe, wir finden Essen in Paris. Ihr habt den Hund umgebracht, yo? Hier ist eine Kirche, bestimmt gibt's hier was zu essen. Ich hasse Paris. Wenn wir uns bitte zur Aufgabe machen, jedem, den wir jemals treffen, zu sagen, der soll niemals nach Paris gehen. Oh ja. Ja, das ist gut. Ja, wo sind die anderen hin, yo? Yo, Mann, was machst du hier für eine Scheiße? Lass mich doch hier die Geschichte erzählen, Mann, wie ich der krasseste Überlebenskünstler geworden bin, yo. Warte, hier ist eine Nachricht. Lieber Takeru, bin weg. Okay, die wollen jetzt auch ein bisschen alleine erkunden. Alles fein, Mann, glaube ich. Okay, ich glaube, das wird die größte Reise, yo. Oh, ich hoffe, ich versteh's, Mann. Ich muss eindeutig stärker werden, yo. Yo, Mann. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen, was, Mann? Zu Tode erschrocken. Du kommst da einfach aus diesem Haus rausgerannt wie ein Irrer und dann schreibst du mich auch mal an. Ich schrei dich doch nicht an, Mann. Wohnst du hier? Nein, ich bin auf dem Weg hier durch die Gegend am Reisen, weil ich alleine gelassen worden bin. Schon wieder? Das kann ich nicht nachvollziehen. Möchtest du vielleicht mit mir mitkommen? Deine elektrische Zange, die ist elektrisch aufgeladen. Möchtest du sie ausprobieren? Nein, ich möchte es nicht ausprobieren. Oh, schade. Bist du sicher? Ja, bin ich. Geh weg! Na, geh, geh! Geh! Yo, Mann! Yo, ich hab halt nicht gedacht! Jo, bist du das? In der Hütte da hinten, ne? Wir haben den Abiball gut überlebt, bin ich ganz ehrlich. Ja, wir sind in der Gruppe von 3. Du wirst es nicht glauben, wir haben die alle weggemacht. In der Gruppe von 3? Ja. Wer ist mit denn mit in der Gruppe, yo? Ja, es ist Eike. Eike und, komm mal mit, ich stell dir die vor. Wir sind ein paar Häuser weiter. Hallo. Ja, Grüße, Leute, das ist Takeru, einer der ersten Überlebenden, die ich jemals gefunden habe in dieser Welt. Hallo, Takeru, ich bin Markus. Hallo! Also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendjemand draußen überlebt bei der Nacht. Sobald Alkohol fließt in der Abi-Nacht, ist er einfach vorbei. Ich hab was gefunden! Das ist der... Was ist denn das? Das... XXX. Oh, das sind diese Schmuddelfilme, von denen habe ich ganz viel gehört. Ja. Ja, wenn du willst, du kannst auf jeden Fall eine Weile bleiben, wenn du Unterschlupf brauchst, ne, nach dieser wilden Nacht, ne? Mhm. Wir teilen hier recht brüderlich, ja, oder geschwisterlich und... Der Junge kann vorzüglich kochen sogar. Ich habe eine Menge Eier in der Hose mittlerweile. Ne, die sind weg, ne? Ihr habt die schon. Die sind gebraten. Ja, die sind alle gebraten. Aber wir haben auch... Ja, warte. Hier, guck mal. Ja, Takeru, also wenn du irgendwas brauchst, ne? Wie gesagt, wir sind für dich da. Ja, wenn du dich hier ansiedeln möchtest, wir sind mittlerweile 6 Leute hier in der Straße. Die sind zwar, viele schlafen sehr, sehr lange, aber... 6? Sagtest du gerade nicht nur 3 mit dir? Wir sind 4. Ich zieh da mal weiter, ne? Viel Spaß und Erfolg und ich werde die Tage noch mal reinschneiden. Jo, viel Erfolg. Alles klar, ne? Jo. Bist du ein Freund von Stanley? Wer ist Stanley? Der wohnt gegenüber in der Tankstelle. Ich weiß noch nicht, wer Stanley ist. Ich bin hier hingegangen, weil ich gesehen habe, yo, auf der einen Seite wohnt jemand hier nicht und dann hat mich ein Zombie hier angegriffen, yo. Achso, also warst du nicht drüben in der Tankstelle? Nee. Und, okay. Wer ist Stanley? Wer bist du? Ich bin Achim, ich komme aus dem Osten. Ich bin der Leiter der Serpent Flame Gang. Wir haben da unser... Was für ein Ding? Das ist einfach nur eine Gruppe, die sich zusammengetan hat und Leute sucht, um gegen die Zombies vorzukehren. Wir machen die von Ost nach Westen zombiefrei, so gut es geht. Und Stanley da drüben, da an der Tanke, da wohnt der. Deswegen war ich am Gucken... Nicht, dass du bei Stanley reingewatschelt bist, dort alles genommen hast. Nein. Da wohnt keiner. Nee. Ich hab da gesehen, das Ding ist abgeschlossen und überall sind so Stacheln. Deswegen dachte ich so, okay. Ich wandere hier allein durch die Gegend und triff vielleicht den einen oder anderen. Ich komme aus dem Westen. Aus den brennenden Westen. Ja, also, wenn du weiter nach Osten gehst, dann kommst du zum Schneegebirge.
Und noch weiter nach Osten ist so, es gibt hier keine Ahnung, warum zum Teufel, die sind mir auf der Reise begegnet. Es gibt Leute, die wohl an Zombies anhimmeln oder noch mehr Zombies beschwören, was auch immer. Es gibt irgendwie Sekten, die haben mir schon ausgemerzt, ein paar davon. Okay. Die haben so Opferaltare mit Leichen drauf und die sind meistens geflohen, bevor wir genau was finden konnten, was sie tun. Oder sie wurden zu Zombies. Also, sei vorsichtig im Osten. Also, wie gesagt, im Westen sind auch Zombies. Und vor einigen Nächten war ja die nebelrote Nacht da. Und den Zeitpunkt hatte ich noch meinen Pfeil im Bogen. Und ich hab's überlebt. Wenn du was brauchst, kannst du weiter in den Westen gehen. Dann findest du die Dragon-Festung. Dann wirst du wahrscheinlich auch Hilfe kriegen. Wenn du noch was brauchst, wie gesagt, Osten in der Farm, kannst du ruhig vorbeikommen. Da findest du einen Schlafplatz und auch noch was zu essen. Und ja, ich zieh dann mal weiter Richtung Westen. Ja, alles klar, bis später, yo. Okay, viel Erfolg. Dankeschön. Und fall nicht die Treppe runter. Welche Treppe? Much, much, much later. Achim! Schlagringe. Hallo? Oh mein Gott, ich kenne die Stimme. Oh mein Gott, ich kenne diese Stimme auch, Mann. Ach, das ist der Takuro. Siehst du? Das ist like einer von den Personen, die mich like totally ausgeraubt haben. Ich hab dich nicht ausgeraubt. Du hast dich total ausgeraubt. Ich hab dich nicht ausgeraubt. Ich bin in den Laden. Der hat dich auch. Der wollte sogar ausgeraubt? Ja, er wollte sogar meinen Namen nehmen und hat gesagt, das ist jetzt seins. Warte. Hast du jetzt nochmal zum Ausrauben? Mhm. Warst du sicher nicht bei Stanley im Haus? Ich war nicht bei Stanley im Haus. Also, wie soll ich sagen? Warte mal, können wir kurz irgendwo unter Dach gehen? Nein. Ich werde aber. Also, es gab die Situation, da war so ein Laden mit Kleidung und. Ja, das war like totally mein Laden. Das war mein Kleiderschrank. Da stand kein Schild und ich wurde von jemand anderem dahin gebracht und dann habe ich mir Sachen angezogen. Weil ich nackig war. Und du warst erstmal überhaupt gar nicht nackt, du warst nur schlecht gekleidet. Und als ich gesagt habe, hey, hier wohne ich, könnt ihr like gehen, das ist like totally cringe, hast du gesagt, nein, das ist jetzt mein. Nein, du sagtest die Kleidung, die ich anhatte. Du wolltest die Kleidung wieder haben. Und dann sagte ich, das ist meins. Also hast du gestohlen. Stimmt es, Stacy? Er hat gesagt, es gehört alles ihm. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, warum sind hier fünf Leute, like in meinem Wohnzimmer, ich bin hier gerade aufgewacht, das gehört nur meins, hab vielleicht die Zutür nicht gesehen. Und dann waren sie like so, oh mein Gott, welche Zutür? Die Klamotten gehören jetzt uns. Und dann sahen sie denn bedürftig aus? Wir waren alle nackig. Bedürftig mir ein paar Arschtritte, maybe. Sie haben mir Lederhosen geklaut. Like die stylischen. Ja, aber du musst zugeben, sehen sie nicht gut aus, Anima? Oh, my God. Bist du gerade auf seiner Seite? Nein, ich möchte nur... Er war doch bedürftig. My God. Okay, weißt du was? Wie wär's, wenn du hingehst und ihm deinen großen Zeh lutscht, wenn du das so gerne machst, Dragon? Ich weiß nicht, was? Zeh lutscht? I'm like totally out. Kein Problem. Ja, okay. Genieß die Zeit mit deiner neuen Bestie. Er steckt dran. Okay. Oh, okay. Oh, übrigens, Freundschaftsarmbändchen sind fucking lame. Wow. Alles klar. Das ist jetzt aber schnell eskaliert. Ich wollte doch nur fragen, ob der bedürftig war. Ich glaube, Stacy ist ein bisschen. Ich glaube, Stacy. Vielleicht hat sie doch die Steroide genommen. Ich habe gesagt, die Steroide sind nicht gut auf Dauer. Also, du hast nicht Stacy ausgeräumt. Nein, habe ich nicht, yo. Das Jo verrät ich schon mal, aber ein bisschen. Der hat keinen Mann dran gehangen, so wie davor in den anderen Sätzen. Das stimmt. Okay, und was machst du hier? Ich bin gerade von Westen nach Osten gezogen, um zu überleben, weil hinten irgendwas alles brennt, yo. Ach so. Und ja, das stimmt. Und da sind ziemlich böse Leute dahin. Und mir wird gesagt von den Achim hier, dass hier auch Leute sind und die Zombies verbreiten wollen. Und ich dachte, vielleicht kann ich da auch helfen. Ja, also im Prinzip natürlich ist jeder willkommen. Aber du hast jetzt einen schweren Stand mit Stacy offenbar, weil es da Missverständnisse gab. Was kann ich tun, dass Stacy jetzt zufrieden ist? Ich hab Bier. Stacy mag Fleisch. Aber verdorbenes Fleisch, Zombiefleisch. Aber das Fleisch will sie ja selber legen. Ich habe ihr ja schon gesagt, sie will, ob ich hier ein Wildschwein bringen soll. Und sie mag nur, wenn es lebendig ist. Ja, sie mag aber auch, also ich meine, wenn es verdorben ist, damit sie mehr Blumen pflanzen kann. Auf den Leichen unserer Gegner. Vielleicht. Ja, nee, das musst du ihr schon persönlich überreichen. Also, ja, das ist. Du musst es irgendwie jetzt so gerade biegen. Also im Prinzip, ja, Stacy mag Fleisch.
Und sie mag tote Tiere. Und wenn du genug Arsch kriegst, vielleicht kannst du ihr eine Hose bringen oder so. Ich weiß nicht. Yo! Daisy, yo! Ich hab... Ovo, verrottetes Fleisch, yo! Hier für dich, yo, Ovo! Und vielleicht kannst du damit irgendwie was machen. Warum redest du wie Leute, die, like, ihren Bestie verraten und in den Stich lassen? Das passt mir, like, total nicht. Was ist, like, dein Problem? Warum willst du jetzt mit mir so krass Freundschaft schließen? Ich will kein krass Freundschaft schließen. Ich will nur, dass auf neutraler Ebene alles ist. Ich hab, like, total das Gefühl, dass du mit mir Freundschaft schließen möchtest. Und das ist voll cringe gerade. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Wir müssen immer retten. Oh mein Gott, fängst du jetzt an zu weinen? Du lässt mich voll aussehen wie ein Bulli gerade. Stacy, wegen dem Schlagring für Sasu. Oh, den Schlagring hier, mit dem ich gerne Leute schlage, die unhöflich zu mir sind? Die Schlagringe? Ja, so zum Beispiel solche. Oh mein Gott, ich habe mich gerade totally daran erinnert, dass du, Shadow, erzählt hast, ich hätte ein Drogenproblem? Das hatte ich totally vergessen bis jetzt gerade, Achim. Achim. Was ist, like, dein Problem? One eternity later. Nein, Stacy. Stacy. 1:37 later. Ja, willkommen in der Nachbarschaft. Mein Name ist Shadow Dragon. Normalerweise rette ich die Welt. Es läuft jetzt im Moment nicht so gut. Ja, alles ein bisschen angespannt hier. Hört sich nach internen Problemen an. Die Welt wird gerettet, aber intern gibt's Probleme. Ja. Wer bist du denn? Ich bin Tagero, yo. Willkommen in der Nachbarschaft, viel Spaß. Dankeschön. Wenn du was brauchst, kannst du immer zu der Festung auf den Shadow Dragon kommen und ich versuche dir zu helfen, so gut es geht. Mhm. Wenn du bereit bist, Leuten zu helfen, bist du immer willkommen. Yo, Mann, was geht, Leute? Tagero? Wir suchen auch Waifus. Larry? Takeru! Larry, was geht, Mann? Ich dachte, du bist von uns gegangen. Was? Ich dachte, du bist von uns gegangen. Nein, Mann. Ich bin weggegangen, weil ich alleine war. Und ich hab nach euch gesucht. Hey, Achim! Ja, ja? Brauchst du billige Arbeitskräfte? Auf dem Hof? Wie billige Arbeitskräfte? Naja, wir haben hier doch zwei Leute, die Geld brauchen. Also, ja. Und ich bin billig. Billig. Ich bin sehr billig, ja. Ich möchte mich anbieten. Schauen in die beiden in die Augen. Kannst du wirklich abweisen? Ich kann nicht bezahlen, das ist eher das Problem. Wie, du hast kein. Du hast doch Geld. Du hast Geld. Ich kann ihnen ein paar Handgriffe zeigen. Gib denen ein bisschen was zu arbeiten. Dann sind wir nicht mehr billig. Sie brauchen jemanden, der sie auf den richtigen Pfad führt. Ja, ich bin voll unerfahren. So wie Kaiser? Ja, Das hab ich. Der nächste Gold Roger werden, okay? Hast du mich verstanden? Also, der erste Schritt war laufen. Wir sind jede Menge gelaufen. Das krieg ich hin, ich kann laufen. Schnelles Laufen. Los geht's! Ab in den Sonnenuntergang! Ich schick euch dann ein Freundschaftsbändchen, wenn wir unterwegs sind. Macht der Freundschaft! Und zwar drei Freundschaftsbändchen. Sei vorsichtig, nicht in die Stachel treten, das passiert. Böse Stacheln. Fangen wir erstmal damit an, was ihr genau habt und was ihr gerade braucht. Ja, kommt mal hoch. Schlafsack habt ihr oder soll ich euch noch schnell einen machen? Ich ernenne euch jetzt hiermit zu Ehrenmitgliedern der Flame Serpents. Achim, ich muss dich ganz kurz abholen. Ja? Ich hab was für dich. Da ist ein Bär. Du hast einen Bär mitgebracht. Nein. Oh Gott. Nicht in die Stacheln. Nein. Wollt ihr noch den Bären töten, oder? Eigentlich bin ich befreundet. Also die Bären sind eigentlich immer recht nett. Ich töte den Bär jetzt. Ja. Ja, das war die Geschichte von mir, den Überlebenskünstler, der noch am Ende auf der Farm gelebt hat, Mann. Ja, ich hab einen Bär getötet. Danke, dass du bis zum Ende durchgeschaut hast. Bis dann, tschüss.